Die Parteichefs von Union und SPD haben Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD nun auch offiziell als gemeinsamen Kandidaten der Koalitionsparteien für das Amt des Bundespräsidenten präsentiert. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt in Berlin, Steinmeier sei der richtige Kandidat in dieser Zeit. Wenn wir einander gegenüberstanden, war die Auseinandersetzung immer sachlich und fair. Wo wir zusammengearbeitet haben, als Bundeskanzlerin und als Außenminister, nun ja auch schon viele Jahre, war es eine denkbar enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagt, Steinmeier verkörpere Vertrauen und Verantwortung. Er lobt die Unterstützung Steinmeiers durch CDU und CSU. Steinmeier selbst, hier rechts neben CSU-Chef Horst Seehofer, sagt, es sei ihm eine große Ehre, in diesen stürmischen Zeiten für das höchste Amt im Staate vorgeschlagen worden zu sein. Ein Bundespräsident kann die Welt nicht einfacher machen, als sie ist. Ein Bundespräsident darf kein Vereinfacher sein. Er muss ein Mutmacher sein. Ich jedenfalls will die Kräfte wecken, die in dieser Gesellschaft stecken. Ich will sie wertschätzen, fördern. Und dafür, meine Damen und Herren, will ich mein Bestes geben. Die Unionsparteien hatten sich erst nach längerem Zögern dafür entschieden, den SPD-Politiker Steinmeier zu unterstützen. Die Wahl zum Bundespräsidenten erfolgt am 12. Februar in der Bundesversammlung.